Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen Film aus. Ihr wisst ja, ab und zu packe ich auch Filme aus. Diesen habe ich mir schon im Dezember 2023 gekauft. Wir packen ihn jetzt heute am 20.01.2024 aus. Und zwar einen Film aus meiner Kindheit, den ich heimlich geguckt habe, mein erster Zombie-Film. Und zwar dieser hier, The Return of the Living Dead, sieht man das? Ist diese Limited Edition, den gab es ja auch schon seit einigen Jahren als Standard-DVD und Blu-ray-Fassung. Die DVD-Fassung war ausverkauft und jetzt kam diese nochmal letztes Jahr raus. Limitiert auf 999 Stück und diese habe ich mir jetzt mal gekauft. Ich habe 16 Jahren freigegeben und ich glaube, damals war der sogar geschnitten und ab 18. Hier, dieser Zombie, den kennt man vielleicht aus dem Trailer More Brain. Dann haben wir ja diese Punkerin oder diese hier, die sagt: Wir töten keine Menschen, nur die. Oder nein, wir essen keine Menschen, nur die Gehirne. Oder wie war das nochmal, ne? Ja, ich habe 16 Jahren freigegeben, wie gesagt. Dann haben wir hier eine Disc Limited Edition, limitiert auf 999 Exemplare. Sprachen Deutsch und Englisch, Ton Dolby Guitar 5.1 und der Titel Deutsche Gehörgeschädigte. Bild ist 1,85, 1080p, Laufzeit 91 Minuten. Bonusmaterial haben wir Audiokommentar von Regisseur, Production Designer, Audiokommentar Cast und Crew. The Dead, kann ich gar nicht lesen, Rising oder so steht da. Original Trailer, MGM und ja, das hatte ich mir bestellt, weil den Film wollte ich immer haben. Ich hatte den damals ja praktisch raubkopiert von der Videothek, haben wir den ausgeliehen und ich habe mir den auf Video überspielt. Lange ist es her. War auch lange Zeit mein Lieblings-Zombie-Film und von der Reihe hier, gibt ja mehrere Teile von The Living of Dead, ist das der beste meiner Meinung nach. Aber dann wurde mein Lieblings-Zombie-Film als Kind Zombies im Kaufhaus. So, das klebt hier dran. Muss abmachen. Ja, sind Klebepunkte. Reflektiert viel, aber ich hoffe, man erkennt es trotzdem. So, ja, und das wären Zombies, von denen hätte ich. Also, dann würde ich mich selber umbringen, wenn es die echt geben würde. Weil die kann man ja praktisch nicht eliminieren mit einem Kopfschuss oder so wie bei Walking Dead die Zombies oder Zombies im Kaufhaus, sondern die sind ja unzerstörbar, auch wenn ich die zerstücke zum Beispiel. Ja, kein schönes Inlay-Bild, nur die Disc hier. Die hat schon ein schönes Inlay-Bild gemacht, aber nichtsdestotrotz war auch nicht teuer. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, 12 Euro oder sowas. Ich wollte den Film haben, jetzt in diesem schönen Außendesign, leider kein schönes Inlay-Bild. Kennt ihr den Film? Habt ihr den auch gesehen? Wie findet ihr den? Also ich fand den als Kind super gut. Ich bin gespannt, wie er mir heute gefallen wird. Ich weiß jetzt nicht den Namen von den Synchronsprecher. Ich vergesse seinen Namen immer. Ich habe es nicht so mit so Namen von Synchronsprecher. Aber der Herr, der mit dem weißen Haaren da in dem Film mitspielt, den das Lagerhaus gehört, hat ja die Stimme von Optimus Prime aus der G1-Serie, aus der alten Zeichentrickserie. Und ich finde den seine Stimme richtig cool. Ist einer der Stimme, die ich echt mag seit Kindheit. Aber leider weiß ich den Namen nicht vergessen, immer wieder. Ich spreche da auch mit. Ja, ansonsten war es das jetzt von mir. Ich verlinke euch wenn es die noch gibt, ich glaube, gibt es auch auf Blu-ray, verlinke ich euch DVD und Blu-ray-Fassung zu Amazon in der Videobeschreibung, wie auch ein Trailer zum Film und weitere Informationen. Guckt einfach mal in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich über einen Kommentar freuen. Wünsche euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, je nachdem ihr das Video sehen solltet. Und sag auf Wiedersehen. Tschüss.